So, wo muss ich denn lang? Guck mal, die guckt mir so ganz traurig. Jetzt ist sie ganz traurig, dass sie meine Nummer nicht hat. Selbst schuld, wenn sie mit so einer lame Taktik herkommt. Und immer so unverschämtes Glück hat. Hey, hast du seltene Pokémon? Ich finde keine Pokémon Go. Und guck mal, hier habe ich noch so ein nerviges Normaltyp-Pokémon. Ach, warte mal. Mantax kann doch das auch gut. Haben wir nicht noch den H2O-Absauger? Müsste der nicht Absorber? Nicht Absauger? Ich Absorber. Jo, so heißt das. Achso. Er hat die Fähigkeit, dass er nicht verwirrt werden kann. Okay. Dann gebe ich dir jetzt erstmal eine schöne Aquavelle. Das tut weh, wa? Mein Mantax ist nämlich ein Badass. Potrot Level 19. Hast du noch was? Nö. Oh, meine armen Pokémon. Deine Nummer nehme ich an, weil du hast mich nicht mit irgendwelchen Lame-Attacken genervt. Genervt. Kennt ihr Nerf, die Pistole? Ich geh mal kurz hier lang. Ja. Wenn seltene Pokémon, Girafarig zum Beispiel. Nein. Dann nehmt nicht. Gut, dass das daneben gegangen ist. Ich wäre ausgetickt. Oh, was liegt denn da? Jetzt ein Aufwecker. Ach, oh, okay. Etta ist eh so ein Item, was. Ich benutze es eigentlich nicht. Also, das ist ganz gut für die Top 4, wenn man in der Top 4 ist. Aber so ist es. Also es wird sehr selten von mir eingesetzt. Möchtest du gerne das haben? Yannick? Yannick? Sam Yannick Guy? Yannick? Wenn du dieses Video siehst, was für ein Fun hast du mit diesen Typen gemacht? Ich weiß nicht, was er mir mit diesem Satz sagen wollte. Aber es ist ein bisschen verstörend. So. Ich mach mal Encore. Oh. Warte mal, wenn er nur Giftstachel macht, dann mache ich. Ja, das müsstest du aber hinkriegen. Das ist jetzt voll der Battle. The Battle. Es pumpt sich auf. So, jetzt kommen wir in einer sehr schmerzhaften Lage. Potrot, für dich werde ich jetzt nicht nochmal zurückrennen. Das war echt. Ja, peinlich. Hornattacke. Tauros, also Tauros, Mantax, Vulpix. Wenn es natürlich auf die richtigen Pokémon trifft, sind ziemlich stark. Ich habe noch in Erinnerung, dass dieser Trainer mich eh abgefuckt hatte, während Hardgold gespielt habe. Ich weiß nicht, der hat irgendwie mit seinem Nidoking mich richtig platt gemacht. I'm in a slump. Maybe it's a gear I'm using. Let's battle for change of pace. Ja, Fisherman's Friends. Ja. Sag mir nicht, du.
Aber warte mal, du hast doch ein... Oh nee, wenn du ein Garados hast und dann noch Wasserattacken. Boah, das kann böse enden. Das kann böse enden. So, deine Kabados sind natürlich nicht, aber... Alter. Gut, wir machen noch gut Schaden. Aber ich habe irgendwie... Ich weiß nicht, ob er eine Wasserattacke hat. Hast du nur Dreschflegel? Na gut. Okay, gut. Der Angriffswert von meinem Tauros ist schon bitterlich gesunken. Ich gehe mal mit Impergator rein. Und mach den Rest. Denn er müsste eigentlich den Eiszahn nicht mögen. Wie bitte, Impergator? Ach, Fuchtler ist das. Mann, war der Fuchtler von dir schwach. Marvin, das war aber nicht sehr schlau. Ich heiße Marvin. Marvin, Marvin. Oh, bitte Girafarik, bitte Girafarik. Nein! Ich möchte keine Radikals. Karl! So, wir gehen erstmal nach links. So, und gucken mal, wie weit wir da kommen. See des Zorns haben wir erreicht. Wenn wir Zerschneider brauchen, dann... Ja. Dann haben wir Pech gehabt. Ich glaube fast, ja, dass wir Zerschneider brauchen. Ich kann mich daran erinnern, dass wir hier... Ja. Machen wir, wenn wir irgendwie... die Sachen am See des Zorns erledigt haben. Da, 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 wupp, wupp. Dann gehen wir jetzt direkt zum See des Zorns. Machen wir dann noch? Ja. Dann machen wir, fangen wir noch das rote Garados. Ich mag das rote Garados. Das war mein erstes Shiny-Pokémon. Ich glaube, von vielen war das das erste Shiny-Pokémon, weil es eine Art... Ja. Vorführ-Pokémon ist, weil vorher war, gab's... Vorher war einem die, waren die Shiny-Pokémon sehr unbekannt. Die wurden ja erst in der zweiten Generation eingeführt, da ja das Spiel eine bessere Farbpalette hatte, sage ich mal. Und da hat man sich gedacht, doch komm, nehmen wir mal Shinies rein, weil in Rot, Blau und Gelb war schwierig, das darzustellen. Ich liebe Pokémon. Das ist der Grund, warum ich begonnen habe und warum ich Pokémon sammle. Das ist ein guter ein Lamus. Aber warte mal. Wir haben dagegen gegen dich eine sehr gute Waffe. Pursuit. Okay, gut. Kannst du nochmal bitte die Aquaknarre machen? Ach, der hat ja auch diese... Dankeschön! Diese Fähigkeit. Och Mann, warum haben denn alle diese dämliche Fähigkeit? Dass sie nicht verwirrt werden können. Flügelschlag. Zack. Die... setzt die noch ein bisschen mehr zu. Ja, ein Lamus sollte man nicht unterschätzen. Ich weiß noch damals das Lamus von Willi. Ich hab's mit meinem Ampharos eigentlich ziemlich schnell platt gekriegt. So. So, dann werden wir in diesem Part noch den Kampf gegen oder... Ja, ich glaube, hier gibt's eh nicht viel zu sehen.
spielen mir meine Augen einen Streich? Ich sehe da ein rotes Garados im See. Aber ich dachte, Garados wären blau. Boah, du bist voll doof, ey. Wir hatten gesagt, dass ein Garados blau sind. Du. Dann hätten wir uns als eine shiny Pokémon. Das Garados ist sehr ängstlich. Vielleicht sollte ich ihn mal einen schicken Nagel drüber werfen. Das wäre mal nicht schlecht. Oh. Voll reingelaufen. Ich habe gehört, dass es hier am See ein sehr saures Garados es gibt. Nein, ein wütendes Garados meinte ich. Sauer sind die nicht. Naja, ich habe noch nie eins probiert. Ja, und ich wundere mich, warum hier die Masse so voll abgeht hier, wie auf einem Festival. Vielleicht ist das auch ein Cosplay-Garados. Max Potion, sehr schön. Vielleicht ist das die Tina, die gerade ein rotes Garados cosplayt. Man weiß es nicht. Gut, hier gibt es nicht sehr viel zu holen momentan für uns. Ins Haus gehen wir dann, wenn wir das Garados gefangen haben. Bevor ich aber wie viel Bälle haben war. Oh, das müsste. Ich glaube, das müssen wir hinkriegen. Speichern natürlich vorher. Natürlich. Nein, Carbador, ich möchte dich nicht. Es ist gerade dein Ernst. So, wir speichern kurz vorher. Und dann auf in den Kampf. So. Man sieht es immer, Shiny Pokémon sind orange am Namen unterlegt. Twist. Oh. Ja, du hast nicht sehr lange ausgehalten. So, wir werden mal deinen Angriff ein bisschen senken. Feuerzahn, wir versuchen ihn mal ein bisschen zu verbrennen. Vulcano? Vulcano? Ja, das hat Drachenwut. Das war nix. Vulpix, was kannst du? Genau, Konfusion sollten wir erstmal machen. Dann nicht. Impergator? Wie wär's mit einem... Du müsstest das überleben. Ja. Ja, natürlich. Ein Critical Hit, natürlich. So. Das müsste reichen. Wir können ja noch ein... Surfer ist so eine Sache. Ich versuch's erstmal so. Hyperball. Okay, gut. Ich sollte erstmal vielleicht meinen Max Potion nehmen. Der Typ fuckt mich ab. Oder erstmal meine Kumu-Milch. Mit was könnten wir ihn noch schaden? Mit einer Kopfnuss. Alter Schwede. Gut. Und jetzt nochmal. Ultraball, auch genannt Hyperball. Man hat das extra gemacht. Man hat diese Fangrate unnormal hoch gemacht. Habe ich immer das Gefühl gehabt. Eins. Zwei. Drei.
Normal wäre es jetzt drinne gewesen, aber was ist schon normal? Hyperball. Oh. Hier nicht das Kabel kaputt reißen. Oh nein, jetzt senkt das mein... Eine Verteidigung, das ist nicht so gut. Eins. Zwei. Komm schon. Komm schon. Eins. Zwei. Drei. Vier. Ja. Da ist das Ding. Entschuldigung. Das ist unser Garados. Das ist halt, wie gesagt, unsere Ausnahme. Eigentlich würden wir einen Carbador nehmen. Ich glaube, wir haben sogar einen Carbador. Und jetzt können wir doch nochmal mit dem Garados weitermachen. Und das ist Level 30. Ja! Das wäre das zweite Pokémon in meinem Team mit Level 30. Aber es kommt sehr spät dran. Das könnte vielleicht für die Liga noch ganz gut werden. Guck mal, Garados freut sich auch. Das tanzt auch. Jetzt, ich wurde gefangen und muss nicht mehr im Ring stehen. La 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 la. Okay, gut, das war voll. Oh. Gut, ich möchte gerne weitermachen. Nein, es bekommt keinen Namen. Oh, ja. Wir haben die rote Haut erhalten. Ich dachte immer, wenn man damals dem Seemon einen... die rote Haut nimmt, weil Seemon braucht, um sich zu Seetracking weiter zu entwickeln, Drachenhaut. Und ich dachte immer, wenn man das rote Haut gibt, dass es zum roten Seetracking wird. Das wäre auch eine geile Idee gewesen. Aber der Part ist jetzt vorbei und ich hoffe, es hat euch gefallen und im nächsten Part sprechen wir mit den komischen Typen da. Warte, zack, 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 zack. Wessen Haare das wohl sein mögen, das erfahrt ihr in der nächsten Folge von Pokémon 3D. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.